Das ist Jeff. Er hat sich eine neue Kamera gekauft und hat auf Empfehlung seines Freundes das Log-Farbprofil gewählt. Er hat gehört, es sei der professionellste Weg. Doch als er sich das Footage anschaut, fällt er beinahe vom Stuhl. Total entsättigtes, kontrastloses, schlicht unbrauchbares Material. Doch keine Angst, Jeff. Das muss tatsächlich so aussehen. Nur, warum sieht das professionellste Farbprofil so schrecklich aus? Fangen wir mit der Grundfrage an. Was ist Log-Footage? Log-Footage steht für logarithmisches Footage und ist ein spezielles Farbprofil, das eine extrem flache Darstellung der Farben wie auch des Kontrasts bietet. Der entscheidende Vorteil ist, dass die dunklen und hellen Bereiche gleichmäßiger aufgenommen werden und somit viel mehr Details enthalten bleiben. Das sieht straight aus der Kamera erstmal nicht brauchbar aus, bietet aber in der Nachbearbeitung die höchste Flexibilität und Freiheit, das Bild so zu gestalten, wie man es gerne hätte. Wie funktioniert Log-Footage also genau? Der Schlüssel liegt in der logarithmischen Gamma-Korrektur. Das ist im Endeffekt nichts anderes als eine mathematische Rechnung. Diese verteilt die Helligkeitsstufen auf eine Weise, die das Bildkompressionsverhältnis optimiert, sodass mehr Bildinformationen gespeichert werden können. Daher ist die Datenmenge bei Log-Footage in der Regel größer als bei standardmäßigen Farbprofilen. Und da es am Ende nur eine mathematische Rechnung ist, lässt sich am Ende alles, was fehlt, relativ einfach wieder reinrechnen. Dazu öffnet Jeff nun das Schnittprogramm seiner Wahl. Hier kann er nun entweder mit sogenannten Lookup Tables, kurz LUTs, oder mit Color Space Transforms fehlende Farben und Kontraste zurückrechnen. Und das Beste dabei ist, dass die Informationen in den Schatten und hellen Bereichen immer noch enthalten sind und sich ohne Clipping oder anderen unerwünschten Artefakten nach Belieben anpassen lassen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen sollte, fängt jedoch schon während des Drehs an. Und zwar muss man Log-Footage in der Regel etwas überbelichten, um sicherzustellen, dass die Details auch wirklich aufgenommen werden. Zusammengefasst, Log-Footage bietet eine größere Flexibilität durch eine detailliertere Bildinformation und eine größere Datenmenge. Es erfordert jedoch sorgfältige Beleuchtung und eine präzise Nachbearbeitung, um das volle Potenzial dieser Technik auszuschöpfen.